Hallo und herzlich willkommen zurück zu Get Even. Schön, dass du wieder mit dabei sein möchtest. Im letzten Part waren wir im Wald. Und jetzt sind wir hier in dieser Erinnerung. Und ich bin gespannt, was uns... Good, Mr. Black. Been a while. Last time we saw each other would have been... Let me see. When I stole the corner gun. Ah, yes. When you stole my corner gun for Robert Ramsey. Really, I should just have killed you on the spot. I'd feel so much better about everything. Okay. Ich habe keine Munition. Ich wollte mein Handy haben. Darf ich aber nicht. Ja, wir haben jetzt, Then why don't you? You're so exquisite. So flawless in the way you ruined me, my company. I wanted to even the playing field a little. Do something similar to Ramsey. And I racked my brains and I just couldn't think of who would be the best man for the job. Then it occurred to me. Me? I'm Ramsey's head of security. Why would I work for you? Oh. Ich ahne Böses. Ja, Howard, war sauer auf uns. Er wollte Rache, weil wir haben ja die Corner Gun gestohlen und ihn damit ruiniert. Und jetzt möchte er Rache an Robert Ramsey und er will uns dafür benutzen. Every man has his price, Black. Especially you. I'm paid well. Yes, but not as well as you'd like to be. Not as well as you could be. It's not about the money. That old chestnut. Okay, fine. Then how about this? According to my sources, Ramsey has a surprisingly accurate record of your criminal history, far more so than the police. Seems to me he's got you over a bit of a barrel. Work for him or go to prison, the way I see it, Mr. Black. You're his bitch. You sound jealous. okay. Ja, wir arbeiten ja für Robert Ramsey, weil, er uns sonst hinter Gitter bringen kann mit unserer Akte. Und das weiß auch Howard. Er hat es gut beschrieben. I envy no man, Black. If someone has something I want, I take it for myself. So here's my offer, and I'll only make it once. You work for me, not Ramsey. I devise a plan to get Ramsey's Pandora device, and you carry it out. You name your price within reason, and if you're successful, I'll forget about the whole corner gun fiasco and we'll both be on our merry way. How does that sound? If I refuse? You're alive because you're useful, Black. Don't get any ideas. No. Excuse me. I said no. I'm not sure I've been clear enough here, Black. Oh, you've been clear. But I refuse your offer, Howard. I'll not work for you. I'll never work for you. I'll not carry on this little plan of yours. I don't agree to any of it. I refuse. Okay, hier sind wir jetzt wieder in dieser Anstalt und wie wir gesehen haben, haben wir Howards Angebot abgelehnt. Was dann passiert ist, wissen wir jetzt nicht. Habe ich wieder eine... ich habe keine Pistole. Wie, soll ich da hingehen? Die greifen mich bestimmt gleich... You spent so much time, so much energy, figuring out who was to blame, yet you never stopped to consider.
consider yourself. Mich selbst in Erwägung zu ziehen. Jetzt sag mal. Nein, ich war das nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mich alle angreifen. Ich bin nicht bewaffnet. Ich soll da rein. Okay. What the fuck? Ramsay! What's going on? I'm... how to put it? Closing the asylum. How are you doing this? What is this place? Wer war das da gerade? Ich dachte, das wäre Robert Ramsay, aber das war doch nicht Robert Ramsay. War das Cole Black? Mann, ihr macht mich ganz wahnsinnig, hört doch mal auf. Ich gehe da ja hin. Oh, this place again. What's it all about this time? Kann ich irgendwas angucken? Aber das kann doch nicht Cole Black gewesen sein, oder? Gott, die ganzen Schreie, die machen mich ganz wahnsinnig gerade. Oh, Pizza! Und jetzt soll ich auch noch lesen bei diesem ganzen Lärm. Implantation von Erinnerungen. Im Jahr 2013 gelang ein Durchbruch, als es einem Team von Forschern um Susumu Tonegawa, Gewinner des Nobelpreises für Medizin im Jahre 1987, kann ja keinen leichteren Namen haben, gelang, eine falsche Angsterinnerung direkt in das Gehirn einer Maus zu implantieren. Die Konsequenzen einer solchen Erinnerungsbearbeitung bei menschlichen Testsubjekten waren sofort eindeutig. Speziell für Patienten, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litten. Oh, die schreien hier die ganze Zeit, ist ja Wahnsinn. Steve Rami Rees, ein Mitverfasser von Tonegawas Studie, sagt, wir können anfangen, Fragen zu stellen, mit denen sich früher nur Philosophen befassen konnten. Dennoch ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft uneins, inwiefern solche Experimente ethisch vertretbar seien. Doch inwiefern werden wir unsere angeborenen psychologischen Schutzmechanismen verändern? Hört doch mal auf zu schreien, ich kann gar nicht lesen. Wenn schmerzhafte Erinnerungen einfach aus dem Gedächtnis einer Person gelöscht werden können. Oh Mann, die nerven mich. Inwieweit verändert sich dadurch das, was das Wesen einer Person ausmacht? Und in welchem Ausmaß stellt es einen Eingriff in die Bedeutung des Menschseins dar? Gute Frage. Gute Gedanken. Ja. Wo muss ich hin? Ach da. Ja, Puppet Master. Kann ich es angucken? Noch mehr lesen? Cole Black. Nach seinem Austritt aus dem Militär vor 7 Jahren verlor sich Black im Alkohol und in gelegentlichen Drogenexzessen. Zur Finanzierung seines Lebensstils nahm er kleinere Aufträge im Sicherheitsdienst an und begann dort, sich so etwas wie einen Ruf aufzubauen. Schnell wurde bekannt, dass er Kämpfen nicht aus dem Weg ging, was schließlich zu seiner Karriere als Auftragskiller führte. Nach und nach schwor Black dem Alkohol ab, um sich dem Kick seiner neuen Arbeit hinzugeben. Seine Arbeit bringt viel Geld ein, aber Black scheint mit der Gage nur die Wichtigkeit des Auftrags und den Willen seiner Auftraggeber zu testen. Psychologischen Gutachten zufolge ist Black ein wandelnder Widerspruch. Das Töten flößt ihm unerträgliche Schuldgefühle ein, aber gleichzeitig ist es das Einzige, was seinem Leben Sinn verleiht. Familie und Freunde unbekannt. Ich muss jetzt gerade an eine Situation denken. Ich spiele ja dieses Spiel selber als Cole Black. Und ich habe ja auch Gewissensbisse und die werden mir ja auch immer wieder eingeredet von Robert Ramsay, wenn ich Leute töte. Erstens das und zweitens, ich habe ja Rose Atkins auf dem Gewissen, denn ich bin ja ein Auftragskiller. Ich wurde beauftragt dafür, wahrscheinlich. Ich mache mich ganz wahnsinnig. Ich.
Vernehmung. Der Tod von Jasper Prado verbleibt unaufgeklärt. Jedwick ist sich sicher, dass das Verbrechen im Zusammenhang mit Drogen steht. Ich habe Jared Porter und Ethan Hamilton vernommen. Jedwick hat mit John Linden und Albert Hall gesprochen, aber wir scheinen keine Fortschritte zu machen. In Prados Telefonliste gab es noch jede Menge weiterer Namen, aber da er ein Dealer war, scheinen alle seine Freunde nur Kunden gewesen zu sein. Bart Fair. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir als Cole Black irgendjemanden getötet haben. Vielleicht auch Jasper Prado. Ich weiß nicht, ob wir was damit zu tun haben. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ist jetzt nur so ein Gedanke gewesen. Da ist noch was. Leiche im Lagerhaus gefunden. Von Brain Scott. Am Montag wurde in einem verlassenen Lagerhaus nahe der Route 10 die Leiche eines 40-jährigen Mannes gefunden. Detektiv Chief Inspector Edwin Hutch sagte dazu, das Opfer wurde offenbar aus nächster Nähe erschossen, aber wir wissen noch nicht, wie lange der Leichnam sich bereits dort befunden hat. Die Autopsie ist für Freitag angesetzt, aber es ist jetzt schon recht offensichtlich, dass wir es hier mit einem Mordfall zu tun haben. Über die Identität des Toten wurde noch keine weiteren Angaben gemacht. Kann ich mir das auch angucken hier, die Karte? Das ist der Wald, ne? Dieser komische Wald, in dem wir eben waren. Nee. Muss ich hier lang? Ja, Puppy Master. Oh Mann. Wenn man nur das Geschrei hört von den Leuten, das hört sich voll witzig an. Na gut. Ich gehe hier rein. Puppy Master. I'm afraid I haven't been quite straight with you, Black. My apologies. Right. Once and for all, what the fuck is going on, Ramsay? Where am I now? My memories, Mr. Black. Interacting with someone wearing the Pandora can sometimes create what I call synaptic bleed. Two-way traffic, if you will. A flaw in the technology. And the asylum? Oh, forgive me. The asylum was necessary. Son of a bitch. That whole thing was just some big illusion. Simulation would be the correct term. The construct was of my own design, intended to keep your adrenaline at the optimum level for the technology to function efficiently. And the inmates? Patients are yours? The patients were nothing to do with me. I just provided the simulation. But the mind has a wonderful way of filling in the gaps. I show you a creepy old asylum, your mind populates it with lunatics. Likely just half-remembered characters from your life. Sometimes even films and books. Predictable, perhaps, but not unexpected. So you tricked me. This whole thing was a lie. Do you want to talk about lies, Mr. Black? Whose lies and tricks would you rather discuss? Mine or yours? I don't know what you mean. You know exactly what I mean. Was denn? Eine Puppe. Ich habe immer noch keine Waffe. Das beunruhigt mich. Da ist auch eine Puppe. Da sind überall Puppen. Ja, das ist alles nur eine Illusion. Ich meine, das hat man, hätte man sich jetzt schon denken können. Hallo? Jemand zu Hause? Ich bin da. Wer noch? This is Grace's room. You remember her, Black? The girl you tried to save. My daughter. Of course! Then why were you there? You were my employee, Black. My head of security. You knew my daughter had been taken and you said nothing. I don't remember! I don't believe you. Ja, das ist Grace Zimmer. Und Black wusste wohl davon, aber ja, er kann sich nicht dran erinnern. Wir gehen mal weiter. What about Lenore, my wife? What about her, Black? I don't know what you want me to say! She left me, Black. She blamed all this on me, and it wasn't my fault. I refuse to accept responsibility for the actions of some terrorist. Tell me what you know. All I know of her is what I've seen here, in your memories. I'm sorry, I can't help you. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Das Einzige, was ich weiß, naja. Ja. Hier geht's wieder hoch. Kommt hier auch noch was? What about this man, Black? You remember him? I remember you, Ramsay. And I am sorry for what you've been through. But I tried to help. I just didn't get there soon enough. Please, let me go. Is that what you want, Black? To be let go? Of course. We had a deal. Der lässt mich doch nicht gehen. Ich weiß nicht genau, was Black für eine Rolle spielt. Ich weiß nur, dass ich dieses Mädchen retten wollte, also seine Tochter. Und anscheinend bin ich aber ein Auftragskiller und dieser Howard wollte einen Deal mit mir machen, den ich aber abgelehnt habe. Was mehr habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber anscheinend habe ich auch Rose umgebracht. Und vielleicht auch noch jemand anderen. Let you go. Happy to, of course. But let me ask you this. Are there any circumstances under which you would not wish to be let go? What the fuck are you talking about? Ich habe immer noch keine Munition. Welcome to my office, Mr. Black. Have a look around. I'm sure you'll be able to make sense of everything. Okay. Sein Büro. Kann ich mir überhaupt was angucken? Ist ganz schön unordentlich hier. Muss mal aufräumen. Hallo? Ich würde mir gerne irgendwas angucken. Ich kann mir aber nichts angucken. Ich habe auch mein Handy nicht, ne? Nee, mein Handy habe ich nicht. Was ist das? What the fuck? This is me. More of your scare tactics, Ramsay. Well, it won't fucking work. Not anymore. You say you don't remember anything else. That you've told me everything. Then I don't need you anymore. You don't need me? If only you'd been a little more cooperative, things might have been different. Goodbye, Mr. Blake. Wait! I can still help! Thanks for the memories. Robert! Don't do this! I'm sorry! I'm sorry for everything! Wake me up! Please! Just wake me up! Hilfe! Was ist das? Black 001, bitte warten Sie. In Bearbeitung. Aus Zelle befreit. Ups. Ich musste den töten. Erzählt mir hier alles auf, was ich getan habe. Ja, ich hatte erhebliche Konflikte, aber ich musste. Ich hatte keine andere Wahl. Ich kann nicht schleichen. Das ist fies. Es wurde mir gerade alles aufgelistet, was ich getan habe hier im Spiel. Und ich habe viel Chaos hier verbreitet. Wohlgemerkt. Und wir haben eben gesehen, dass er unseren Körper festhält und wir sind auch ganz schön stark gealtert, oder? Hatten wir sogar graue Haare? Also wir scheinen zu schlafen. Also Cold Black. Und ja. Wir haben jetzt ganz viele Sachen hier irgendwie aus der Pandora, aus der Datenbank. Und alles wurde festgehalten, dass wir halt erhebliche Konflikte hatten mit den Leuten, dass ich die erschossen habe. Und dass ich auch diesen Samson, oder wie der heißt, befreit habe, der mit dem Pferdeschwanz, der dann die anderen getötet hat. Also hätte ich das nicht tun sollen anscheinend. Ich weiß es nicht, ob das jetzt, ja, wie das gewertet wird. Ja,
wie wir uns hier entscheiden, ob wir fortfahren wollen oder nicht. Das entscheiden wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, dir hat der Part gefallen. Ich bin noch recht irritiert. Aber es kam auch ein Aha-Effekt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht im nächsten Part. Ich würde mich sehr über dich freuen, wenn du wieder dabei wärst. Bis dann, deine Inori LP.